So, liebe Leute, weiter geht's heute mit FIFA und wir machen heute weiter mit dem Spiel in Augsburg. Das ist zumindest das, was als nächstes ansteht. Wir sind durch mit der Transferperiode, haben 3-4 Neuzugänge geholt, bisschen was abgegeben und. Und wir machen jetzt weiter. Mal gucken. Dauert heute ein kleines bisschen, weil der hier gerade ein bisschen laden muss. Ja, Transferangebot für Mustafi. Crystal Palace. Ja, komm, warte mal, wir verhandeln mal. Wir haben ja unter anderem Malik Djao, den wir noch gekriegt haben. Wir haben natürlich den einen oder anderen Kandidaten, der wir da anbauen können. Und ich glaube, nach dem letzten Spielen wird das, glaube ich, kein großer Verlust werden. Mal gucken. Ich denke mal, wenn ich versuche, 30 Millionen rauszuhauen, dann kann ich ihn abgeben. Dann habe ich zumindest ein bisschen was Kohle darüber. Aktueller Wert. Ich lege erstmal 35 auf den Tisch. Mal gucken, was sie wollen. Angebot absenden. Also ich gehe runter bis auf 30. Wenn er mir jetzt natürlich sagt 32 oder 31, sage ich, okay, ist in Ordnung. Oh, sie werden tatsächlich sogar 35 voll bezahlen. So, dann muss ich dem Angriff ein bisschen entgegenwirken und werde tatsächlich. Gut, Becker kann auch in Verteidiger spielen, ne? Ah, gut, ist nicht tragisch, wenn ich ehrlich bin. Ich nehme die Kohle lieber mit. Und hätte da zumindest eine Alternative. So, dann nehme ich das Geld lieber mit und dann gucken wir, dass wir das nochmal in den Kader stecken. Wenn er jetzt schon natürlich, ich weiß nicht, wie der Transfer, die Transferperiode aussieht. Ob der jetzt schon sofort geht oder ob der dann schon. Ja, dauert gerade einen Moment. Jetzt kommt Augsburg, okay. So, die Frage ist, geht denn durch der Transfer? Weil jetzt ist es eh egal. Jetzt haben wir nämlich die Mustafis weg, ja. Naja, dann war ich gar nicht gut. Warte mal, ich guck gerade, wer schon sofort gegangen ist. Aha. Zu Beginn der Transferperiode. Okay, dann nehmen wir das Ding auch durch. Dann kann man nämlich das Geld jetzt gerade investieren. Und zwar. Süle wird wahrscheinlich nicht kommen, ne? Die Frage ist, wie viel Kohle haben wir auf dem Konto? Lohnt sich das jetzt schon mal zu investieren? 6, irgendwas Millionen. Ja, müssen wir in der nächsten Winterpause machen. Mustafi. Ja, der darf jetzt natürlich noch nicht weiterspielen, natürlich, klar. Der wird natürlich jetzt erstmal noch in der Startelf stehen, bis die neue Transferperiode da ist. Ich dachte, der würde mich jetzt sofort schon nach England gehen. Nein, tut er nicht. Gut, gehen wir rein in das Spiel.
Er wird heute im Mittelpunkt des Interesses stehen. Denn für ihn ist das ja ein Duell gegen seinen Ex-Club. Jetzt erleben wir es live bei EA Sports. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier in der WWK Arena, wo es derzeit leider regnet. Wir begrüßen Sie zu diesem Spiel. Ich bin Wolf Fuß, gemeinsam mit Frank Buschmann werde ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. FC Augsburg gegen Schalke 04. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. So, Abstand, momentan auf dem Abstiegsplatz Hamburg und Union. Vor diesem Spiel ja so ein wenig im Mittelpunkt. Denn für ihn ist es heute das erste Spiel gegen seinen früheren Club. Das ist mit Sicherheit keine einfache Aufgabe. Er kennt den Verein, er kennt die Fans. Kann er das alles hinten anstellen und sich auf seinen neuen Club konzentrieren? Glaube ich schon. So ist das Leben als Fußballprofi. Vereinswechsel völlig normal. Vor dem Spiel, nach dem Spiel, da gibt es wahrscheinlich schon gemischte Gefühle, aber auf dem Rasen, nein. Das sieht der Trainer ähnlich, denn er bringt ihn. So. Einmal kurz auch mit den Schiris abklatschen und dann geht's gleich ins Spiel Nummer 4. Die Startaufstellung des FC Augsburg. Sie wählen ein konventionelles 4-4-2. Dürfte von Ihrer Seite also ein ziemlich offensives Spiel werden? Also auf dem Papier. Wir gucken, wie sich das auf dem Rasen darstellt. Genau so ist es. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Kein Grund, was zu verändern. Aber ich brauche auch nichts groß ändern, weil ich habe... Eigentlich wollen wir sie erstmal noch nicht zu holen. Ich werde mir wahrscheinlich für das Geld versuchen, noch einen Zehner zu holen oder so. Mal gucken, was noch kommt. Auf geht's. Das Spiel beginnt. Na, das ist gerade nicht gut, wenn er da jetzt so frei durchläuft oder rumläuft. Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. Javairo Dilrosun. Und da gibt's erstmal einen Foul. Keine gute Aktion. Der Schiedsrichter zeigt ihm gelb, vertretbar, Buschi. Ja, absolut. Wir haben eben erst angefangen mit diesem Spiel. Aber wenn er hier zu viel durchgehen lässt, dann nutzen die Spieler das. Also, gelbe Karte Grueso, der Richter. Jetzt kann die Reingabe kommen. Die erste Aussage bekommen. Und Richter. Also erste große Chance für uns oder erste Chance für uns überhaupt. Er spielt natürlich auf einer ungewohnten Position. Kennt man so eigentlich gar nicht, aber wenn wir uns seine Leistungen anschauen, das klappt richtig gut. Ja, es klappt hervorragend und daran merkst du, was für ein spielintelligenter Kerl das ist. Das ist ein moderner Spieler, wird ja oft heute von den Trainern verlangt. Flexibilität, also Vielseitigkeit. Und die hat er auf jeden Fall. Da gibt es keine Diskussion. Es tut sich was im Borussia Park. Es ist ein Tor gefallen. Ich gehe rüber ins Studio. Gladbach. Wir haben hier das erste Tor für Bayern München. Neuer Spielstand damit 1-0. 11 Minuten sind hier gespielt. Danke für das Abwehr. Kolasinac. Kukele ist der Rosen. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Da ist die Flanke. Und Ecke. Also ich möchte heute nicht in der Haut des Spielers stecken. Der Regen hört nicht. Die Ecke kommt rein. Ja, Ponte kommt sich da richtig hin. Ah, Schüsse. Kolasinac. Kommt jetzt die Flanke rein. Und Buschelab. Jetzt kommt die Ecke. Kolasinac, ja, gehen wird nach der Winterpause. 35 Millionen nach Crystal Palace. Viel, viel Geld, aber das Angebot konnte ich tatsächlich nicht ausschlagen, obwohl ich es eigentlich gerne gehalten hätte. So, mal eben schnell ins Studio. Da geht's was Neues zur Partie im Deutsche Bank Park. Es ist ein Tor gefallen. Ja, das ist Frankfurt. Das Tor für Eintracht Frankfurt. Neuer Spielstand damit 1-0. Gespielt sind hier 26 Minuten.
Interessante Info. Dankeschön dafür. Und hier ist auch nichts passiert. Letztes Spiel auch unentschieden zu Hause gegen Dortmund. Das war auch ganz, ganz okay. Als Aufsteiger kann man das mal machen. Könnte gefährlich werden jetzt. Die Gelegenheit. Fällt das Tor noch? Und Tor für Augsburg. Das für ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Ach, Kalle Julian noch, ey. Der erste war nicht schon nicht schlecht. Wiederholung zeigt uns zunächst eine gute Parade. Richtig gute Parade. Ja, gut gehalten erst von Schwolle und dann. Ja, gegen den Abzug. Gegen den Abschluss konnte er nicht viel machen. Das ist dann abgebrüht und der Pass. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Na! Ah. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Muss Einwurf geben. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Kobylanski. Ja, dann hätte ich euch da vorne auf die 9 gespielt gerne. Die war ja. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ja, krieg ich den da mitgenommen? Ja, aber der Konzept, der ist gut, abläuft. Mustafi. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Überhaupt nicht gut. Caligiuri. Delor. Da geht Ecke. Die Fahne hoch und das auch noch zurecht. Der Pass kam vielleicht. So, an der zweiten müssen wir auf jeden Fall ein bisschen daran arbeiten. Ach Mann! Aber gut abgelaufen, ne? Na, jetzt müssen wir aufpassen. 2-0. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Da ist nochmal die Entstehung dieses Tores. Da ist die Flanke und dann setzt er sich durch. Ja, gegen Mustafi und bin ich ehrlich, wenn wir hier Zustellungsspieler. Keine Chance. Gute erste Hälfte, sie so, Pause. 2:0 in Front und nach der Pause müssen sie einfach so weitermachen. Er ist heute einer der auffälligsten. Der so, sie haben kurz die Zwischenstände gesehen und ich wechsle jetzt tatsächlich. Ich werde tatsächlich genau diesen Wechsel jetzt vollziehen. Mustafi raus und Machao rein und Alario vorne in die Spitze. Weil es bringt mir das was anderes. Ich muss halt reagieren. Und jetzt geht's hier los mit Durchgang 2. Die Schalker mit dem Anstoß. Richter. Der jetzt versucht noch mal ein bisschen was, aber der keiner in der Mitte ist irgendwie. Zieht in die Mitte. Ah, 3 Mann waren es. Dann war einer zu viel da. Guck mal, 8 Bujolab, der übers Geld vorbelastet ist. Kobylanski. Lukas Alario. Alario. Und Tor. 1-2. Macht er gleich sein Joker-Tor. Klasse, wie er sofort da ist. Yes. Und jetzt ist es doch noch passiert. Er muss hier hinter sich greifen. Ach, schade, ich hätte ihm das zu 0 gegönnt, nachdem er hier so stark gehalten hat. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen also, Perspektive. Nur noch 1 und 2, direkt nach der Halbzeit. Das könnte nochmal eine Möglichkeit sein. Wir müssen dann sehen. Erstes Bundesliga-Tor, klar für den neuen Arbeitgeber. Noch alles drin. Tor für Schalke 04. Die Nummer 19. Lukas Alario. Die war ja. Ah, gut gemacht von Latzer. Bujelab. Und dann gib ihm, kriegt er den doch der Richter. Nein. Aber gut, ist guter Ball eigentlich. Nur ein Ticken zu lang. Bei Chelsea gibt es einen neuen Spieler. Man hat sich Lukas intensiv um ihn bemüht und nun hat es also geklappt. Er hat endlich unterschrieben. Es ist wichtig, dass er das Klarheit hat. Spieler ciao. Ist es sonst eine sehr für was? Der hat ein bisschen anders gehen können. Die Chance jetzt.
Und nächste Ball. Hat er wieder gezeigt, was er drauf hat. Rückhalt für die Mannschaft, auf ihn ist Verlass. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Kein Abseits. Richter. Schalke jetzt über außen. Klasse Flanke. Mit seinem Einsatz. Das sah gut aus. Klasse dieser Rolle. Tolle Schusstechnik am Ende. Latza. Knapp. Vom Feld gegangen. Die Nummer 20. Daniel Caligiuri. Es tut sich was im Borussia Park. Es ist ein Tor gefallen. Ich gehe rüber ins Studio. Wir haben hier den dritten Treffer für Bayern München. Neuer Spielstand damit 3:1. Gespielt sind 65 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. Das nächste Spiel steht an in der Bundesliga für den FC Augsburg. Okay. Dann geht es auswärts gegen den VfL Wolfsburg. Das sollte man sich nicht entgehen lassen. Ja, international dürfen wir heute in die Saison ja gar nicht ran. Ne? Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Da wir ja ausgeschieden sind. Im Macht er gut hier. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Ich komme aber auch nicht gerade jetzt so wirklich durch. Ja, jetzt müssen wir natürlich den letzten Wechsel noch ziehen. Und zwar eine Systemänderung. Ich gehe jetzt auf 4-4-2 halten. Klar. Ich sehe natürlich jetzt Kobylanski auf raus. Und bringe mit Krüger nochmal noch einen zusätzlichen Angreifer. Das alles bringt jetzt eh nichts. Er geht runter nach einem wirklich guten Bujalab muss halt runter. Das ist halt das Problem. Er hat auch Gelb vor, ist auch Gelb vorbelastet, jetzt war ich irgendwie eine gelb-rote Karte. Abseits. Ja. Etwas später. Und er ist frei durch, aber so. Na, nicht etwas später, etwas früher. Also etwas später, ja gut, ist etwas später wahrscheinlich das Laufen. Kobylanski. Krüger! Krüger! Drin das Ding. Von der identischen Position. 2-2. Durch. Da ist er einfach gedankenschneller. Und tschüss. Ja, renn damit. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Genau deswegen. Beide Joker haben getroffen. Jetzt bin ich gespannt, was hier nach dem 2:2 passiert. Die Nummer 14. Florian Krüger. Eine sehr gute Möglichkeit. Das ist die Chance zum Sieg. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chancen. Haha, der Ball war nicht gut. Der hätte ein bisschen was anders kommen müssen. Ich wollte eigentlich schon in die Spitze spielen. Die Schalker als nächstes zu tun bekommen. Es geht gegen Leipzig. Ja, weh. Im nächsten Bundesligaspiel. Und diese Begegnung ist ziemlich offen. So, hier ist bald Schluss. Aktueller Spielstand ist 2:2. Zeit, unseren Blick kurz auf die Folgepartie zu wenden. Der nächste geht. Oh nein! Und das ist das Sieg für Augsburg. Und damit die späte Führung. Jetzt läuft die Zeit für sie. Scheiße, du hast die Chance selber, das Ding zuzumachen. Und kriegst dann Konter. Ist diese Vorlage. Und dann sehen wir diesen gesklüften Volley. Er trifft den Ball wirklich gut. Und er geht trotzdem rein. Glück gehabt. Und das Spiel war so eng. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn es nach 90 Minuten keinen Sieger gegeben hätte. Aber genau danach sieht es natürlich jetzt aus, das könnte der entscheidende Treffer gewesen sein. Fairer Einsatz hier. Nein! Warum läuft das? Ich hätte selber laufen müssen. Das war's. Scheiße, Mann, du kommst wieder ran, hat nur 2 und dann verlierst du das Ding doch noch. Sich weiter verbessern. Das war bei dieser knappen Niederlage heute nicht zu übersehen. Und ich bin sehr gespannt, wie der Coach im nächsten Spiel reagiert. Ja, wie soll die? Will von der anderen eine Veränderung. Die Gelegenheit
ist das ärgerlich. Wenn du kriegst einen blöden Sonntagsschuss rein, dann verlierst du das Ding noch da im Angriff, wo du selber nach vorne gehen könntest, im letzten Moment falsch, also das ist echt. Naja, ist halt leider passiert. So, dann nehme ich mal drei Leute raus. Ich baue jetzt ein bisschen mehr auf die eigene Jugend, weil Mustafi sowieso den Verein verlassen wird. So, dann würde ich sagen, wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht es weiter mit dem Spiel gegen RB.